Hallo zusammen, heute machen wir diesen unglaublich gut aussehenden Jalapeno Popper Mini Bacon Pie. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Wir beginnen unser heutiges Video mit dem Grill-Setup. Heute Kamado Joe am Start, Holzkohle rein, 2 bis 3 Anzünder anzünden und brennen lassen. Das Setup ist komplett indirekt. In der Zwischenzeit, wo der Grill vorheizt, können wir uns bequem um die Zutaten für unser heutiges Gericht kümmern. Das Special Feature heute kommt von Pitmaster X und seinem neuen Classic Barbecue Rub. Dann benötigen wir eine Schüssel, Frischkäse mit Kräutern, etwas von dem Jalapeno Sud, 1,5 Esslöffel gewürfelte eingelegte Jalapenos, etwas Cheddar und eben genannter Rub. Das Ganze vermengen wir in einer Schüssel, bis wir eine homogene Masse haben. Zur Herstellung von unseren Mini-Bacon-Pies benötigen wir so eine ofenfeste Form und diese legen wir komplett mit Bacon aus. In dem Fall reichen hier 3 Scheiben. Die Idee für diese Mini-Bacon-Pies ist im Übrigen nicht neu. Habe ich schon vor Jahren mal gemacht und war ein echter viraler Hit auf meinen Social-Media-Seiten. Sobald wir dann diese Form komplett ausgekleidet haben, geben wir etwas Rinderhack rein. Das Ganze pressen wir so, dass wir in der Mitte noch Platz haben für unsere Jalapeno-Popper-Frischkäse-Mischung. Da sollten jetzt so gut und gerne 1,5 bis 2 Esslöffel von der Füllung reinpassen. Die genauen Mengenangaben für dieses Rezept gibt es natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Dort findet ihr im Übrigen auch den Link, wenn ihr den Pitmaster X Rub bestellen wollt. Das ist nur einer von einer ganzen Menge unterschiedlichen Rubs, die er neu am Start hat. Die gibt es zum Beispiel bei den Beef Bandits im Shop. Wie gesagt, den Link gibt es auch unten. Dann nehmen wir wieder ein Stück von dem Rinderhack und schließen unseren Jalapeno Popper Mini Bacon Pie von oben her einmal komplett ein und klappen dann die Baconscheiben zurück. Mit dieser Technik schafft man es, nahezu alles in Hack und Bacon zu füllen. Wirklich sehr, sehr einfach. Sobald das erfolgt ist, machen wir weiter mit unserer zweiten Form. An dieser Stelle vielleicht noch ein Hinweis in eigener Sache. Solltet ihr noch ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk für einen Griller suchen, empfehle ich mein Buch Barbecue The American Way. Gibt's noch? Das erste Buch Ja, ich grill Smoker ist ja bereits ausverkauft. Den Link dazu gibt's auch unten in der Videobeschreibung. Wer möchte, kann im Übrigen, das habe ich beim ersten Bacon Pie vergessen, noch etwas Barbecue Rub auch mit in die Form geben, wenn das erste Hackfleisch drin ist. Jetzt haben wir auf jeden Fall 2 wunderschöne Bacon Pies fertig gemacht. Die Zutaten halten sich in Grenzen, kompliziert ist es auch nicht. Jetzt wandern diese Schälchen bei ca. 160 Grad für 25 Minuten indirekter Hitze auf unseren Kamado Joe. Das Coole ist, dass man jetzt nach 25 Minuten die Mini Bacon Pies rausnehmen kann und sie behalten ihre Form. Da sieht man dann auch, dass das ausgetretene Fett von dem Bacon sich in der Form sammelt. Das ist aber nicht schlimm. Einfach umkippen, umdrehen, wieder hinstellen und den Deckel erneut schließen. Nach weiteren 15 Minuten können wir anfangen, unseren Bacon zu glasieren. Hierfür nehmt ihr am besten eure Lieblings-Barbecue-Soße. Bei mir war es jetzt eine ganz normale Barbecue-Soße, nichts Wildes, nicht besonders scharf, nicht besonders süß, nicht besonders rauchig, ganz normale Barbecue-Soße. Das Ganze wiederholen wir natürlich mit dem zweiten Kuchen auch. In meinem ersten Mini-Bacon-Pie-Video habe ich diese kleinen Teile dann mit Röstzwiebeln getoppt. Heute habe ich mir überlegt, ich nehme Nachos und eine Jalapeno-Scheibe. Passt ja thematisch ganz gut. Grundsätzlich sind die Teile jetzt schon gar. Ich möchte aber natürlich, dass die Barbecue-Soße noch etwas karamellisiert. Deshalb schließe ich, nachdem ich das getan habe, nochmal den Deckel für weitere 10 Minuten. Und so sehen sie dann aus. Die kann man jetzt runternehmen und eigentlich auch unmittelbar anschneiden. Man sieht, die sind sehr schön in Form geblieben. Die haben keinerlei Füllung verloren und es ist insgesamt richtig, richtig lecker. Und das ist ja die Hauptsache. Wir teilen sie mal in der Mitte, schauen mal, wie es aussieht. Wow, sehr schönes Verhältnis von Bacon zu Fleisch zu Füllung. Ein ganz besonderer Touch mit der Jalapeno on top. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich werde das Ganze natürlich jetzt probieren. Ich finde es richtig lecker.
Teilen, liken, kommentieren ist natürlich immer sehr gern gesehen. Falls ihr noch nicht Abonnent seid, wäre es cool, wenn ihr das noch nachholen könntet. Ihr verpasst so kein Video mehr und ich habe noch jede Menge Videos am Start. Haha, richtig geil. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Euer Markus.